Vielen Dank, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Bei der ersten Lesung des Radgesetzes hier im Bayerischen Landtag haben wir von den Vertretern der Regierungsfraktionen gehört, dass ja schon so viel gemacht wird fürs Fahrrad in Bayern. Bayern sei ja ein Radland. Jetzt sind wir in der zweiten Lesung da. Inzwischen haben die Fachausschüsse getagt. Ich habe mir das im Verkehrsausschuss nicht nur angehört, sondern haben wir rege diskutiert miteinander. Und das war echt interessant. Zum Beispiel habe ich danach die Gelegenheit gehabt, nachzufragen, weil es ja heißt, Bayern macht ein landesweites Radnetz und deswegen braucht es kein Radgesetz, weil ein Radnetz schon in Planung sei. Konnte ich nachfragen beim live zugeschalteten Verkehrsministerium, ja, wie viele Leute arbeiten da eigentlich dran an diesem landesweiten Radwegenetz? Wie viele Personen sind das? Und die Antwort war eine. Eine Person im Vollzeit immerhin. Wurde beteuert, eine Person arbeitet am landesweiten Radwegenetz für 2056 Kommunen, eine Person. Kein Wunder, meine Damen und Herren, dass wir dem Ziel, Ihrem Ziel, das wir teilen, 20% Anteil des Radverkehrs in Bayern überhaupt nicht näher kommen, sondern stabil bei der Hälfte umeinander dümpeln. Okay, Sie haben reagiert. Sie haben vorhin gerade eine Änderung des Straßenwegegesetzes eingebracht in die erste Lesung. Hier haben wir ja vor 2 Stunden gehabt, dass Kommunen für Radwege Planfeststellungsverfahren machen können. Das ist ein sinnvoller Mosaikstein, wie wir besprochen haben. Und Sie haben auch darüber hinaus eine Radoffensive angekündigt. Eine Radoffensive, das hat noch die Staatsministerin AD Kerstin Schreier gemacht Anfang Februar. Bei der Gelegenheit darf ich mich bei der Ex-Staatsministerin Schreier herzlich bedanken für die immer faire und korrekte Zusammenarbeit, sowohl mit unserer Fraktion als auch mit meiner Person. Eine Radoffensive also hat sie ausgerufen, anscheinend ein Gegenentwurf zu unserem Radgesetz. Anscheinend war unser Gesetzentwurf so gut, dass sie tatsächlich jetzt in die Gänge kommen und versuchen, ein bisschen was zu machen. Also schauen wir uns das einmal an. Ist in der Radoffensive denn so viel Substanzielles drin, dass man sagen kann, das Radgesetz braucht es nicht, wie Sie ja behaupten. In der Radoffensive steht drin, dass die Kommunen ein neues Förderprogramm bekommen. Ja, klingt gut. Aber die Antragsfrist ist schon wieder rum. Anfang Februar ist es ausgerufen worden. Antragsfrist waren 3 Wochen. Ja, das ist keine Förderung für unsere Kommunen, das ist eher Belästigung der Beamten und Beamtinnen in unseren Kommunen, die es so schnell zu bearbeiten haben. Kaum jemand kommt dabei zum Zug. Das ist ein bisschen wie wenn man zu hektisch losradelt und beim ersten Tritt vom Pedal abrutscht. Das kann echt wehtun. So ist es mir jedenfalls vorgekommen bei diesem Förderprogramm. Und zum Zweiten steht drin in der Radoffensive, dass sie eine Zentralstelle für Radverkehr einrichten. Das klingt schon besser, das geht ein bisschen in die Richtung, was wir in unserem Radgesetz mit drin haben, nämlich die Schaffung einer Landesagentur. Agentur für Mobilität, die unsere Kommunen da unterstützt, den Radverkehr auszubauen und sicher zu machen. Aber wie viele Leute arbeiten denn jetzt dann in ihrer Zentralstelle für Radverkehr? Also nach dem Vernehmen nach, Herr Bernreiter, Sie wissen es vielleicht genauer, dem Vernehmen nach sind es jetzt dann 5. 5 statt 1. Ich lasse mich sehr gern korrigieren, wenn das falsch ist. Nach meinem Wissen sind es 5 statt 1 Person für 2056 Kommunen. Das ist immer noch so, wie wenn man die Tour de France mit dem Hometrainer gewinnen will, meine Damen und Herren. Das heißt, wir brauchen keine Pseudo-Offensive, sondern wir brauchen ein Radgesetz in Bayern, das real auf unseren Straßen dort draußen in Bayern was ändert. Und es wird nur dann funktionieren, wenn wir mit klaren Zielen, strukturell gut organisiert und gemeinsam mit gestärkten Kommunen den Radverkehr ausbauen, gleichberechtigt, komfortabel und sicher. Dafür brauchen wir mehr Geld, wir brauchen mehr PlanerInnen und wir brauchen mehr Beratung und Entscheidungskompetenz für unsere Kommunen. Genau das würde unser Gesetzentwurf schaffen. In aller Kürze möchte ich Ihnen die zentralen Punkte unseres Gesetzentwurfs noch einmal in Erinnerung rufen, dass Ihnen leichter fällt, dann im Anschluss gleich zuzustimmen. Erstens, wir schaffen ein lückenloses, sicheres Netz an Radwegen für den Alltagsverkehr in der Stadt und auf dem Land genauso. Zweitens, wir machen den Radverkehr sicherer und kommen der Vision Zero, dem Ziel 0 Verkehrstote und keine Schwerverletzten, näher. Drittens, wir definieren Standards der Radinfrastruktur für sichere und komfortable Radwege. Viertens, wir verknüpfen das Radfahren mit anderen Verkehrsträgern und schaffen ausreichend und sichere Radlparkplätze.
Fünftens fördern wir den Radverkehr finanziell und mit ausreichend Personal und bewerben ihn. Und sechstens und letztens, wir greifen nicht in die kommunale Planungshoheit ein, sondern versetzen die Kommune aber sehr wohl in die Lage, den Radverkehr attraktiv zu machen. All diese sechs Highlights, die ich herausgegriffen habe, all diese Ziele kann unser Gesetzentwurf schaffen, wird schaffen, woran sie scheitern, meine Damen und Herren von der Regierung. Wir erreichen damit tatsächlich 20% Radverkehrsanteil und mehr und machen das Radl zum beliebtesten Verkehrsmittel in Bayern. Mit jeder Fahrt mit dem Fahrrad statt mit dem Auto schützen wir nicht nur das Klima und fördern unsere persönliche Gesundheit, sondern es kommt noch ein zusätzlicher Aspekt hinzu, der uns in diesen schrecklichen, dramatischen Tagen momentan mit aller Brutalität vor Augen geführt wird. Wir machen uns mit jedem geradelten statt mit dem Auto gefahrenen Stück Weg unabhängiger vom Import fossiler Energieträger. Fahrradfahren fördert Freiheit und Frieden. Machen wir es unseren Bürgern also einfacher, das Fahrrad zu wählen. So viele Menschen warten sehnlichst darauf, dass was passiert. In praktisch allen großen Städten gibt es Radentscheide oder hat solche gegeben. Viele sind ja schon übernommen worden von den Stadträten, zum Beispiel hier in München, wo wir uns gerade befinden. Zehntausende AktivistInnen brennen dafür, die Ungleichbehandlung im Radverkehr zu beenden, die Gefahren zu beseitigen für die Radfahrenden und ja, auch die Ungerechtigkeit in der Verkehrsordnung, die man als radelnder Mensch im Alltag erfährt, zu beenden. Nicht alles können wir in der Landespolitik hier ändern, aber sehr viel. Die Straßenverkehrsordnung, an der Sie von der CSU in 16 Jahren Beteiligung an der Bundesregierung überwiegend mit CSU-Verkehrsministern nur kosmetische Kleinigkeiten geändert haben, ein bisschen was ja zugegebenermaßen für den Radverkehr, aber nichts Substanzielles. Die Straßenverkehrsordnung ist für Leute, die im Alltag als Radl benutzen, ein Frontalwatschen für nicht motorisierte Menschen. Die Straßenverkehrsordnung setzt nämlich auf das Auto und nur auf das Auto. Deswegen müssen wir da was ändern und deswegen ruhen die Hoffnungen all derer, die unter den aktuellen Regelungen benachteiligt sind, auf den Aussagen im Koalitionsvertrag, nämlich dass die neue Bundesregierung die Straßenverkehrsordnung grundsätzlich umkrempelt und menschenfreundlicher, sicherer gestaltet. Ich hoffe, dass der neue Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP diesen Passus im Koalitionsvertrag, der da drin enthalten ist, schnell auf die Tagesordnung und umsetzt. So viele junge Menschen setzen sich dafür ein, für eine gerechtere, fairere Aufteilung des Straßenraums. So viele Leute setzen sich ein mit Herzblut, mit Engagement im Ehrenamt, insbesondere auch beim Fachverband, dem ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, der für ein Radgesetz sogar eine eigene Kampagne in der letzten Landtagswahl gefahren hat. Auch die Freien Wähler haben dieses Vorhaben begrüßt. Berlin hat ein Radgesetz, Nordrhein-Westfalen hat ein Radgesetz, die neue NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes von der CDU hat gesagt, sie werde sich persönlich und aus Überzeugung dafür einsetzen, das Fahrrad solle zur echten Alternative für Pendler werden. Erstmals werde der Rad- und Fußverkehr dem motorisierten Verkehr gleichgestellt. Zitat Ende. Wir sehen, in Nordrhein-Westfalen machen Radgesetz sogar die Schwarzen. Wo bleibt Bayern, meine Damen und Herren? Nehmen Sie all die Menschen, die sich für ein Radgesetz, für eine Verbesserung der Radinfrastruktur einsetzen, doch ernst. Das ist kein Nischenthema, wie Sie vielleicht meinen könnten, wenn Sie die Windschutzscheibenperspektive besser kennen. Es gibt in diesem Land, gerade bei den jungen Leuten, die unsere Zukunft sind, eine wirklich große Hoffnung, eine große Erwartungshaltung, dass man endlich auch in Bayern sicher, gut und mit Spaß im Alltag Radl fahren kann. Ich frage Sie von der CSU daher gerade raus, müssen Sie nicht eigentlich punkten bei den jungen Leuten im urbanen Umfeld, auch bei den Frauen, all diese Gruppen unterstützen überdurchschnittlich sichere Radwege. Und bei all diesen Punkten waren sie doch in letzter Zeit auf verlorenem oder absteigendem Posten. Und ich glaube, in der Landtagswahl haben sie ja auch irgendwie Interesse. Radfahren sicher machen, das begrüßt die Mehrheit der Menschen in Bayern. Sie kennen ja bestimmt die Meinungsforschungen dazu. Dazu müsste doch die CSU, die sich oft danach richtet, gängig werden. Nutzen Sie also die Gelegenheit, das Radgesetz kommt sowieso, entweder indem Sie jetzt gleich ihm zustimmen, liebe Kolleginnen und Kollegen, andernfalls machen wir es halt nächstes Jahr selber, nach der Landtagswahl an der Regierung, dann können Sie leider nur hinterher strampeln, dann aus der Opposition. Vielen Dank.